Fast könnte man annehmen, Donald Trump, der neu gewählte US-amerikanische Präsident, hätte eine spezielle Vereinbarung mit dem Unternehmen Twitter. Was der so alles über diese Plattform von sich gibt, das ist schon bemerkenswert. Und da hat die Welt auch viel zu verarbeiten gehabt in den vergangenen Wochen und Monaten. Nun kommt aber eine Ankündigung, die wieder für die Finanzmärkte äußerst relevant sein könnte. Denn der US-Präsident hat für in 3 Wochen die Verkündung eines gigantischen Steuerprogramms jetzt hier angesagt. Und darüber hinaus will er wohl auch die Regulierungen für die Bankenbranche lockern. Also da dürfen wir gespannt sein, ob das dann tatsächlich der große Wurf werden könnte und was das für Auswirkungen hat, natürlich auch hier für die deutsche Wirtschaft. Den Dow Jones Index hat es zumindest schon mal beflügelt. Er kletterte gestern auf ein neues Allzeithoch von 20.206,36 Punkten. Und das gibt auch dem deutschen Aktienindex heute Rückenwind, der jetzt 0,5% im Plus notiert. Schauen wir mal auf ein paar Einzelwerte. Es gab nämlich Unternehmenszahlen vom französischen Autobauer Renault. Und diese kommen gut an, denn die Renault-Aktie liegt mit 1,9% im Plus bei 84,36 Euro. Das zieht auch die Aktien deutscher Autobauer mit nach oben, allen voran die Vorzugsaktie von Volkswagen, die jetzt mit 1,7% im Plus liegt bei 142,45 Euro. Renault hat ein Rekordergebnis eingefahren. Aufgrund der überarbeiteten Produktpalette konnte der Umsatz um 13% gesteigert werden auf 51,2 Milliarden Euro und der Betriebsgewinn im Jahr 2016 sogar um 38% wachsen auf 3,28 Milliarden Euro. Man habe Potenzial für weiteres Wachstum, wurde angekündigt. Das gefällt natürlich vielen Börsianern. Werfen wir noch mal einen Blick in den Tech-DAX hinein. Da gibt es Neuigkeiten zum Beispiel bei Evotec. Beim Biotech-Unternehmen ist nämlich eine dänische Firma eingestiegen. Über eine Kapitalerhöhung hat der dänische Konzern Novo AS 8,9% der Anteile erworben. Die Evotec-Aktie springt nach oben um 7,4% aktuell auf 7,38 Euro. Und zu guter Letzt haben wir noch was von RIB Software zu verkünden. Es gab einen Umsatzsprung im vergangenen Jahr und das hilft auch der Aktie zu einem Sprung jetzt um 6,9% auf 13,18 Euro nach oben. Kommen wir zu unserem Marktüberblick. Den Dow Jones hatte ich schon erwähnt. Der ging letztlich bei 20.172 Zählern mit einem Gewinn von 0,6% aus dem Handel. Wir haben den Euro jetzt bei einem $1,0640 mit 0,2% schwächer und der Goldpreis, der rutscht leicht um 0,1% ins Minus und den DAX noch ganz zum Schluss jetzt, ganz aktuell, 11.705 Punkte, ein Zugewinn von 62 Zählern oder wie gesagt 0,5%.